Herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, heute ist Mittwoch und ich möchte euch eine Sache erzählen, aber davor möchte ich euch, wie ich am Freitag schon gesagt habe, jemanden vorstellen, nämlich, dass da ist Lennart. Lennart der Luchs. Nein, der Leopard. Dann ist Leo. Oh, es tut mir leid. Es ist Leo. Leo der Leopard. Ihr werdet gleich verstehen, wieso ich durcheinander gekommen bin, weil das ist Lennart, der Luchs. Sag hallo, Lennart. Ja, dann habe ich mir aber noch bei dieser Aktion noch zusätzlich Paul den Panda hier geholt. Und der ist so süß und so weich und so kuschelig und ich liebe Pandas einfach. Ich glaube, ich kenne kaum jemanden, der Pandas nicht mag. Dann ist das da hier Colin, der Koala. Seitdem er in unserem Haus ist, sind die Eukalyptus-Bonbons verschwunden. Nein, ich mag einfach keine Eukalyptus-Bonbons, aber es ist ein toller Witz. Und dann gab es noch ein fünftes Kuscheltier. Und ursprünglich wollte ich das nicht kaufen, weil ich einfach gefunden habe, der ist nicht so süß wie die anderen. Aber dann saß der als letzter noch im Regal und dann konnte ich einfach nicht widerstehen und habe auch noch Charlie mitgenommen. Sag hallo! Ja, und auf jeden Fall, die gibt es zurzeit im Edeka für je 4,99 das Stück. Und die gibt es in der WWF-Aktion. Also weil es jetzt diese Topfhersteller ist, tut es mir leid, ich verwechsel das immer. Und das gibt es da immer in dieser gab jetzt gerade in der Aktion. Man hat 20 Aufklebepunkte gesammelt und wenn man die dann hatte, hat man so ein Kuscheltier bekommen. Wenn man die Aufklebepunkte auch kauft, kosten dann eben 9,99. Ja, das wollte ich euch erzählen, schon am Freitag, aber da bin ich nicht dazu gekommen und ja. Ja, auf jeden Fall, was ich euch aber erzählen wollte, worum es heute auch in meinem Video gehen soll. Jetzt beginnt mein echtes Video, also hier beginnt jetzt der Mittwochsteil. Das war jetzt noch Freitag vorher gerade, aber jetzt geht es mit Mittwoch weiter. Also, ich habe diese Woche sehr lange überlegt, was ich euch erzählen soll. Und am Dienstagabend war ich dann bei meinen Eltern und hab dann mit meinem Vater im Wohnzimmer zusammen einen Film geguckt. Wir haben viel gelacht und hatten eine schöne Zeit. Und dann irgendwann, wir haben eigentlich diesen Film eher geguckt, weil es uns so urzlangweilig war, und vor allen beiden. Und mein Vater war auch müde und erschöpft und wir hatten eigentlich gar keine Lust, irgendwas zu machen. Und wir haben dann alle paar Minuten, hat dann irgendeiner eine Idee gehabt, sowas wie, wollen wir vielleicht mit Kreide vor der Tür was malen? Und mein Vater so, nee. Mein Vater wieder, wir können ja einmal die Straße hoch und runter laufen. Dann ich so, ach nö, da draußen ist so kalt. Und so ging es dann immer weiter und immer weiter. Und dann irgendwann habe ich meinem Vater gesagt, lass uns doch mit Wachsmalstiften was malen. Und dann bin ich los und habe ihn gefragt, du, wo hast du Papier? Und dann hat er mir gesagt, ja, auf dem Tisch. Habe ich zu ihm gesagt, wo, auf welchem Tisch? Und dann er so, ja, auf dem großen Tisch. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, auf welchen großen Tisch? Und dann war es eben so, dass wir dann irgendwann zum Schluss gekommen sind, nein, mit der Wachsmalstifte malen ist jetzt auch nicht die Lösung. Und dann ist mir urplötzlich wieder was in den Kopf gekommen, was schon seit Jahren, wo ich seit Jahren nicht mehr dran gedacht habe, nämlich als ich so zwischen, ich würde schätzen, zwischen 4 und 11 Jahre alt war, habe ich mir meine Dartscheibe gewünscht. Eine elektronische, die die Punkte mitzählt und alles. Und damals hatten wir diese Kugeldartscheibe, wo es so, ja, so aus Stoff war. Und da ruft gerade jemand an, tut mir leid, ich rede weiter. Und die Kugeln waren dann mit so Kletten, dann konnten wir es da drauf schmeißen und dann hat es gehaftet und ja, da fand ich dann Dart total cool und dann wollte ich diese Dartscheibe haben. Und die haben wir dann irgendwie, peinlich aber war, nie benutzt. Und gestern ist mir dann die Idee gekommen, das können jetzt doch mein Vater und ich machen. Wir spielen jetzt Dart zusammen.
Ja, und dann war es so, dass ich die Dartscheibe hinterm Schrank vorgezerrt habe. Also ich bin dann los, habe die Dartscheibe geholt, habe sie hinterm Schrank vorgezerrt. Dann ging es weiter mit der Situation, dass ich dann die gemerkt habe, da ist so eine fette Staubschicht drauf gewesen. Also habe ich mir als erstes mal so richtig schöne Handschuhe geholt, bin rein und habe dann zum Vater gesagt, wir können los, jetzt reinigen wir zusammen die Dartscheibe. Aber mein Vater gesagt, doch nicht hier im Wohnzimmer, dann staubt ja alles und wir müssen das draußen auf dem Balkon machen. Und dann habe ich mich entschieden, das allein zu machen und bin in Gang gegangen und habe die Dartscheibe geputzt. Entschuldigung, Mann. Die weiß wahrscheinlich gar nicht, wo ich die Dartscheibe geputzt habe. Jetzt hört es mir gerade auf. Ups. Auf jeden Fall ist es dann so gewesen, dass. Warte, wie war das? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, dass ich die abgestaubt habe und die Einzelteile immer zu meinem Papa getragen habe. So, guck mal, hier ist jetzt das und das und das. Und dann irgendwann habe ich gesagt, du Papa, da ist auch noch eine Anleitung drin. Die staube ich noch schnell ab. Und mein Vater so zu mir, die brauchen wir nicht, die brauchen wir nicht. Und dann habe ich so, doch, die brauchen wir, wir wollen jetzt nicht hier stehen und dann irgendwie irgendwas kaputt machen. Und ihr wisst, da ist so viel Elektronik drin. Wir wissen noch nicht mal, wie man die anbekommt. Und dann haben wir die auf jeden Fall die Anleitung da gehabt. Und mein Vater da drin sehr professionell guckend geblättert so. Und ich so, und wie geht die jetzt an? Ach so, ja, ich habe nichts gelesen. Dann ging es eben so weiter mit. Dann habe ich da eben gesehen, dass da ein Batteriefach war. Dann bin ich los zu meiner Mom und hab da bei meinem Bruder ans Zimmer geklopft und habe so gesagt: Du, Mom, gibt es zufälligerweise hier irgendwo sowas wie Batterien und überhaupt dürfen wir Dart spielen? Und wir brauchen noch einen Akkubohrer, weil man muss die Dartscheibe an die Wand machen. Und dann hat meine Mom zu mir gesagt, also wir können spielen, weil ich habe auch noch gefragt, ob man BioZ spielen kann. Akkubohrer geht gar nicht, weil wir keine Löcher in die Wände machen dürfen. Und Batterien seien in der Schublade. Und dann war das Problem, wo tut man jetzt eine Dartscheibe hin? Und da kommen wir nämlich jetzt zu dem, was ich euch heute sagen möchte, nämlich manchmal muss eine Sache, die man sieht, nicht dorthin, wo sie hingehört. Nämlich manchmal ist Querdenken einfach die Lösung. Wir haben sie dann einfach auf den Sessel gestellt und haben dann einfach auf den Sessel geschmissen, was im dreifachen Sinne sehr gut war, weil keine Löcher in der Wand. Der Sessel hat viel von dem Lärm von, wenn diese Pfeile draufgegangen sind, abgefangen. Dann das dritte war, die Pfeile sind nicht irgendwo stecken geblieben. Und das letzte war noch ein lustiges Erlebnis, nämlich wir haben dann auch geworfen und dann war mein Papa, glaube ich, so 15 Punkte vor mir. Und dann war ich wieder dran und ich wollte unbedingt die Mitte treffen, die Mitte, die 100 Punkte gebracht hätte. Und anstatt die Mitte zu treffen, habe ich den Ausknopf getroffen. Und dann war das ganze Spiel vorbei. Und dann, es war so lustig. Wir haben da den ganzen Tag nur drüber gelacht, den Rest vom Abend. Naja, den Tag. Und ich lache auch noch heute drüber. Aber es war auf jeden Fall ein total lustiges Erlebnis. Und das wäre nie passiert, wenn wir jetzt die Dartscheibe einfach nur an die Wand gehangen hätten. Weil manchmal ist die Lösung für die Sachen, die wir als normal betrachten, einfach mal anders zu betrachten. Eine Dartscheibe, die an eine Wand gehört, kann man genauso gut auf einem Sessel stellen. Oder ein Bild, das man an die Wand hängen will, kann man doch auch zum Beispiel sehr einfach irgendwie zum Beispiel auf einen Tisch kleben. Auf so einen Tisch kleben. Das habe ich schon mal gemacht irgendwann. Das hat aber ein bisschen Ärger gegeben. Ja. Oder auch sowas wie. Ja, ein Bügeleisen. Ein Bügeleisen muss nicht nur zum Bügeln da sein, man kann auch Unterlagen drauflegen. Und solche Sachen. Einfach mal die Sachen nicht immer bloß nach diesem Schema F abfertigen und immer alles nur so benutzen, wie es in der Anleitung steht, sondern einfach auch manchmal kreativ sein. Kreativ sein und sich was einfallen lassen. Einfach mal querdenken. Nicht immer nur so denken, dass es auf die normale Linie fährt, sondern einfach auch mal eine Abbiegung nehmen.
Und manchmal ist es einfach das Schönste, wenn man dann querdenkt, dann einfach mal sowas zu erleben und so richtig Spaß zu haben, weil man dann sozusagen viel mehr erlebt. Man sieht dann viel schneller die Sachen. Ich zum Beispiel, ich für meinen Teil, ich hätte nie im Leben so einen riesen Spaß wahrscheinlich bei dem Dartspiel gehabt, wenn ich nicht, wenn es einfach nur an der Wand gehangen hätte. Dann wäre es einfach ein normales Dartspiel gewesen. Und so war es viel auf einem Sessel, das ich aus Versehen ausgemacht habe, dass ich mit meinem Papa gespielt habe. Und das war das Schöne und Besondere für mich daran. Ja, gut, jetzt habe ich euch diese Geschichte erzählt und ich fand heute irgendwie, im Hauptding ging es mir darum, mal die euch eine kleine Geschichte zu erzählen und ein bisschen euch daran teilhaben zu lassen und einfach euch auch zu animieren. Versucht mal nicht immer in den normalen Bahnen zu denken, sondern denkt quer. Oder sowas wie zum Beispiel, sei es, falls es jemandem aufgefallen ist, dem einen oder anderen, heute haben wir weniger dunkles Licht. Das liegt daran, dass ich heute eine Nachtlichtlampe als meine Hintergrundlampe benutze. Einfach mal zweckentfremden die Sachen. Das kann manchmal viel bringen. Gut, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche noch. Ich hoffe, wir sehen uns am Freitag wieder. Wo habt ihr zum Beispiel, sei es, schon mal gedacht? Wo habt ihr schon mal quer gedacht und habt mal etwas anders gemacht, als es die anderen machen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder eben auch gerne auf Twitter oder auf Facebook oder eben eine E-Mail an diebell.riedmeier@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit und ich werde jetzt wahrscheinlich mit meinem Vater noch etwas Zeit verbringen. Bis bald und wir sehen uns am Freitag. Tschüss!